Tja, mit den großen Ringen verkacke ich es brutal anscheinend. Ich hoffe, ich kann euch wenigstens einen nochmal zeigen. Was passiert, wenn man alle sammelt, kann ich euch wohl nur erzählen. Bam, bam, bada. Hey, direkt mal Speed. Miau. Bom. Miau. Bom. Miau. Bom. Ich werde, glaube ich, immer schneller, kann das sein? Probieren wir es aus. Miau. Nee, sieht nicht so aus. Okay, genügt. So. Komm, hier runter. Hui. Ist auch so ein toller kleiner Aspekt der Sonic-Spiele, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber man hat ziemlich gute Chancen, in vielen der Spiele einfach schneller zu werden, als die Kamera sich hinter einem herbewegen kann. Und man ist dann einfach so schnell, dass man sich aus dem Bildschirm rausbewegt. Das passiert. Es gibt einem so das Gefühl, ich mach das Spiel kaputt, ich bin besser, als das Spiel es jemals voraussehen könnte. Ich bin so toll, ich bin fantastisch. Ich fall gleich. Nein, ich fall doch nicht. Mir geht's gut, ich gehe doch nach links. Was gibt's hier? Oh, knapp. Hier gibt's Ringe. Ah, und Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit ist immer toll. Okay. Na, dann beeilen wir uns hier. Beeilen, habe ich gesagt. Warum ist so Sprungrätselkacke immer dann, wenn man gerade Unverwundbarkeit bekommen hat? Kann mir das jemand erklären? Da, hast du Unverwundbarkeit. Jetzt mach erstmal Sprungrätsel, solange bis sie aufhört. Dann darfst du weitermachen. Ich will rennen. Nein. Ich hasse dich. Oh, Spiel. Das ist so eine gehässige Kacke von dir. Ja, so war Sonic da mal. Zeigt der Pfeil nach oben. Super, ich hätte da können herkommen, oder was? Und da oben wäre es dann weitergegangen. Das heißt, ich bin gerade total unnötig dort lang. Herrlich. Ich habe 71 Ringe dabei. Wenn ich sie jetzt noch bis zum Ausgang schaffe, dann hätte ich doch tatsächlich mal den großen Ring euch gezeigt. Also seien wir ganz vorsichtig. Und tack. Ja, ich lebe noch. Ganz vorsichtig sein. Nicht zu schnell bewegen. Ganz vorsichtig. Dum, 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 dum. Sehr chillig. Oh oh. Oh oh, oh oh. Ich bin keine Flipperkugel. Dankeschön. Okay. 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 Und hier lang. Bitte aus. Oh, Angst. Bitte Ausgang. Ja. Checkpoint. Das heißt, noch kein Ausgang in Sicht. Scheiße. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hinfort mit dir, du Schuft. Da kann man hoch. Ja. Okay, ich bin hoch. Das war gefährlich, aber es hat geklappt. Okay, danke. Hey. Achso. Badam, bam, 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 badam, bam. Vorsichtig. Nein. Ja, hier muss man schauen, wie man springt. Wenn man auf einer Schräge ist, kann man ganz schlecht nach vorne springen. Sondern wird irgendwie automatisch nach hinten gedrückt, wenn man springt. Oh, scheiße. Boah. Ich will auch scheiße. Ich will meine Ringe behalten. 93. Bei 100 übrigens gibt es ein Extra-Leben. Vielleicht sehen wir das gleich. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen will, das Ding. Oje, oje, bitte nicht. Bitte nicht gemein sein. Bitte nicht gemein sein. Da war ein extra Leben. Habt ihr es gesehen? Ich bin über 100. Der gleiche Jingle, wie wenn ich eins aus so einem Fernseher aufraff. Ende? Ende! Zack! Ah, ich bin im Ring. Was bringt das? Ganz einfach. Ching, ching. Ich komme in den Bonus-Level. Das ist der Bonus-Level. Der sieht aus, als hätte man 3 Kilo LSD genommen. Ja, das stimmt. Das seht ihr richtig. Das ist wohl... Nein, ich will nicht immer das R berühren. Wenn ich das R berühre, dreht sich die Welt nochmal. Spiel. Ja gut, dann halt so. Ich will zum Ziel gelangen. Es gibt... Nein, zu diesem Ziel will ich nicht gelangen. Das war falsch. Es hätte hier einen der Chaos Emeralds gegeben. Haben die schon eine offizielle deutsche Übersetzung in irgendeinem Spiel erhalten? Bestimmt. Doch sagen wir halt einfach die Chaos-Edelsteine. Chaos-Maragde wird es wohl eigentlich heißen, aber... Es sind 7 Stück und sie sind vielfarbig. Also, wie können es Smaragde sein?
Es gibt einen roten, es gibt einen gelben. Einen gelben Smaragd. Kennt ihr gelben Smaragd? Ich nicht. Vielleicht ist mein Horizont auch zu beschränkt dafür, aber egal. Was soll's. Die Dinger gibt's eben. Und es gibt auch Stacheldinger, die aus dem Boden kommen und euch eure Ringe klauen. Da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Deswegen benutzt immer Kondome. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ah, die Chaos Emeralds. So, wenn man alle von denen... Ja, was sind das überhaupt? Innergeschichtlich, das sind halt Edelsteine, die irgendwelche seltsame, fast magische Energie so abstrahlen. Und ja, sie existieren halt so vor sich hin. Wisst ihr. Und... Scheiße. Lass mich raus. Und wenn man mehrere davon zusammen hat, werden sie halt immer mächtiger. Und wenn man jetzt als Sonic hier im Spiel alle 7 zusammenkriegt, alle bekommt, dann kriegt man 3 Ringe. Scheiße. Mist. Dann passiert etwas, von dem ich nicht weiß, ob ich es euch jetzt sagen soll oder erst noch geheim halten soll, bis ich es euch dann irgendwie zeige. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sag's mal noch nicht. Egal. Also es passiert was Gutes, wenn man alle hat. Es ist toll. Es ist was Schönes. Nur, ja, es ist nicht so leicht, wie ihr gemerkt habt. Man braucht's nicht. Das Spiel geht ohne. Oh. Zuck, aus dem Bild raus. So toll bin ich. Oh, hi. Geheimnis. Okay, hier gibt's 2 Sachen. Hier gibt's ein Item, das wir noch nicht gesehen haben, und zwar den Schuh. Die Schuhe sind die Super Power Turbo Stiefel. Wenn man die hat, ist man für eine kurze Zeit, in etwa so lange wie die Unverwundbarkeit hält, glaube ich, viel schneller als normal. Nochmal extra schnell. Das heißt, hier gibt's jetzt für mich Unverwundbarkeit und Super Turbo Speed. Also schauen wir mal, dass wir Fortschritt machen jetzt derweil. Die Musik läuft auch schneller, wenn man so schnell ist, ihr merkt. Mach schneller, ich bin unverwundbar und hab Turbo. Lass mich hier hoch. Da geht's nicht weiter. Man springt auch höher dadurch, dass man einfach mehr Schwung mit sich bringt. Mein Turbo ist schon weg, das heißt, meine Unverwundbarkeit verschwindet jetzt auch. Ach, das Zeug hält Leitern... Leiter? Das Zeug hält Leiter nur so kurz an. Das ist schade drum. Aber man kann ja auch nicht durch den ganzen Level unverwundbar gehen, oder? Ja, Kenner dieser Sonic-Reihe werden mir jetzt sagen, doch kann man. Aber wie erkläre ich euch ein andermal? Das ist nichts, was wir jetzt jedes Mal tun wollen. Außerdem kann ich es jetzt eh noch nennen. Ich bin eine Flipperkugel. Juhu, ich wollte schon immer eine Flipperkugel werden. Nein, 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 scheiße. Zack. Da war ein unendliches Loch. Und ihr seht, wir kommen wieder in unserem Startteil raus. Das ist doch genau dort, wo ich gerade runtergefallen bin, ne? Ja, Sonic, balancier. Du bist ein toller Igel. Du balancierst super. Übrigens, Sonic war auch in diesem Experiment, das Dr. Kintobor zu Dr. Robotnik gemacht hat. Die waren schon Freunde damals. Und Sonic war damals auch schon sehr schnell. Allerdings, Sonic war noch viel langsamer als jetzt. Und Sonic war noch grau. Ja, Sonic war ursprünglich graubraun. Meines Wissens. Könnte auch nur braun gewesen sein. Eins von beiden. Grau oder braun. Halt so ein ganz langweiliger, dummer Ton. Und er hat auch noch nicht so viele Stacheln gehabt. Und die Stacheln, die er hatte, standen nicht so geil ab wie jetzt so hier diese Frisur, sondern sie hingen mehr so langweilig vor sich hin, ganz demotiviert und desinteressiert. Und Stachel im Kopf ist sehr schlau. Oh, ein Stachel, ich spring mal hoch. Ja, das war etwas dumm von mir. Das stimmt. Tja, und während dieses Experiments ist halt auch Sonic in dieser Strahlgeschichte gewesen, nur der hat von dem faulen Ei nichts abbekommen. Deswegen hat der nur die Kraft der Chaos Emeralds abgekriegt und ist halt schnell und cool und alles geworden. So läuft das. Jetzt wisst ihr Bescheid, wer Sonic ist, wo er herkommt und was er macht. Zack. Nein. Ey, komm runter. Du bist zu weit oben. Das ist gemein. So, zack. Zack. Und zack. Haha, 3 Treffer. Bosse machen ohne jegliche Ringe ist immer so eine Geschichte. Das ist immer sowas uncool. Zack, 2 Treffer nur, aber egal. Na, welches Ding? Glaubt jetzt dran. Huiuiui, das wäre fast wieder mein Kopf gewesen, du Arsch. Scheiße, jetzt muss ich darüber springen. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ihr seid frei, geht nach Hause Furry spielen. Schweine und Hühner. Schweine und Hühner. Naja,
Wenn es Spaß macht. Tja, muss ich mal nicht übersetzen. Das ist toll. Oh Gott. Oh, mein Grund für Albträume. Mein allerschlimmster Albtraumgrund. Was ist mein schlimmster Albtraumgrund? Ich zeig's euch mal. Nein, geh mal weg, du. So, ich mache jetzt mal ein Safe State, um das zu demonstrieren. Zack. State safe. So. Nee, ich glaube, hier geht's nicht. Mist. Ich zeig's euch gleich. Gleich werde ich's euch zeigen können. Und zwar das Ertrinken. Hier kann ich's euch zeigen, in Sonic. Das Ertrinken ist der schlimmste Horror, den es gibt. Hört's euch einfach nur mal an. Ihr werdet's merken, wenn's losgeht. Es ist der absolute Horror für ein Kind. Ich speichere nochmal.